Warum ist es wichtig, sich auch mal um das stehende Gut eines Mastes zu kümmern? Viele unserer Kunden sagen, ach, mein Draht sieht gut aus, ich sehe an dem Draht nichts, der wird bestimmt noch ein paar Jahre halten. Das Problem ist, beim stehenden Gut hat man nicht Abnutzungserscheinungen wie beim Auto, wo man sieht, dass die Bremsen runtergefahren sind oder dass die Kupplung rutscht. Das Fatale ist, beim stehenden Gut erfolgt der Verschleiß in den Fitting. Sie haben viele Lastwechselreaktionen in den Fitting und man sieht die Beschädigung nicht sofort. Erfahrungswerte sagen, dass spätestens nach 10 Jahren die Drähte oder das Rott ersetzt werden müssen. Das ist einfach eine Frage der Sicherheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stag im Fitting bricht, steigt einfach signifikant nach 10 Jahren. Dabei ist es auch unerheblich, ob jemand viel segelt oder wenig. Auch im Hafen hat der Mast viele Lastspiele und sie haben immer kleine Bewegungen in den Fitting und damit auch einen höheren Verschleiß. Und deshalb ist es wichtig, sich immer um seinen Rig zu kümmern und spätestens nach 10 Jahren die Drähte auszuwechseln oder das Rott auszuwechseln, denn niemand will, dass der Mast von oben kommt. Viele Versicherungen gehen schon dazu über, in der Vollkasko nicht mehr den kompletten Schaden zu übernehmen, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass das Rig nicht nach 10 Jahren gewechselt wurde.